Microphone activated. Channel switch. Die Autobahn 2.0 wird aber besser, das verspreche ich euch. Also soll es aber eigentlich Sinn? Alice muss es nicht chasen. Bitschuner, gerne eine shiny Autobahn. Ja, ich bin auch dafür. Ich habe das ästhetischste Haus von allen, von daher bin ich da dafür. Ja, da der Zuckerjoe, guten Tag, noch kein eigenes Haus gebaut hat, habe ich wohl den Titel der Tora in im Moment. Ich habe auch noch kein Haus gebaut. Mein Bitch steht, glaube ich, immer noch bei dir hin, irgendwo, wann das neu abgerissen ist. Dann mischte ich nochmal hier leer. Ich habe ein Haus, du blödes Arschloch. Ich war der Erste, wo ein Haus gehabt hat. War schon mal in meiner Höhle. Ja, da steht kein Bett, deswegen ist es kein Haus. Das sind aber Hinkel und Lava. Ja. Alles, was man zum Bleiben braucht. Ja, okay. Hat mich überzeugt. War nicht so respektlos. Hätte ich jetzt müssen unterstreichen mit, sei jetzt nicht so respektlos, du dumme Sau. Ja, das, die Beleidigung habe ich zufrieden gesagt, das hat mir nicht gepasst. User joined your channel. Hallo? Ach, komm mal da! Hallo? Hallo, ja, Wolf. Ich glaub's dir nicht. Doktor, oder? Passt. Ah jo, Doktor, sau gut, dass du mal wieder da bist. Doktor. 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 Foto als Abschiedsgeschenk mache ich euch die Autobahn 100% Schweinebärmann frei. Das heißt der Abschied? Gehst nie? Ich mache kurzer Urlaub in Azeroth. Was ist wo vorgefallen? Ist da irgendwas vorgefallen irgendwo? Oh Mensch, die Key. Was? Was ist weg? Hat der Narf wieder heimlich geklaut? Na, warum soll ich Gerüchte klauen? Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Ich habe sau viele Gerüchte gebaut. In dem anderen Gebäude, wo wir haben. Links irgendwo. Oh. Was war Typ? Ach, die sind doch nicht vorhin auch zu weggelatzt, aber die haben keine Banner fallen gelassen. Raiden? Ja, die wollen uns raiden. Ich glaube, dieser fallende Bambus ist mein Lieblingsgeräusch. Ja. Machst du mit dem Schwert neben dran, machst du Sidestep. Hat jetzt mit dem Schwert am schnellsten oder was? Ja, du haust halt M und raus ab. Ah, ich hab's die ganze Zeit mit der Axt gemacht. Ja. Ziemlich dumm, hä? Ja. Ja. So Weichware kann ich mit dem Schwert eigentlich gut Ende. Habe ich euch aber schon gesagt, gehört, dass es mit der Axt am einfachsten geht, aber im Kelb ohne drin. Wenn ich ins bin, ich nicht der Einzige, wo es nicht gewusst hat. Oh, also. Die Autobahn ist jetzt ein bisschen tricky. Ich glaube, da muss ich nochmal an der Kreuzung ein bisschen Bautz rausnehmen. Ein wenig schnell. Jawohl, da gibt's noch eine Runde Kelp, hat er Bock drauf? Ah jo, hat er Bock. Nein. Doch, ah jo. Machst du overentziehen, dann kann ich seitlich runterdroppen, soll ich... Mensch, Zeit, das wenn du bist. Servus, bin hinter dir.
Hast du ein Gerücht hier? Keine Ahnung. Jetzt stell dir vor, obala, das wäre jetzt over. Moment, mach ein bisschen her. Na? Und jetzt tippst du schon einfach, ne? Hoppla. Ey. Hallo? Du baust es halt so weit, dass es automatisch runterfällt am Ende. Das meine ich. Ne? Baust es so und dann baust es irgendwann falls von automatisch runter. Ne? Ja, du kannst 1, 2, 3, 4, 5, 6 von der Base bauen und der 7. fällt dann automatisch runter. Yes. Hallo. Stellst du mal hin? Hallo. Ich hoffe, ich habe nicht so viel gehen. Nein, oben drauf stellen. Stell dich oben drauf. Drück mal jetzt erst. Ja, stell dich oben drauf und was die oberste Hälfte musst du anklicken. Oberster Rand. Ja, genau. Dann ein Vorgrad. Bei der Kran gebaut. Oh. Oh, echt? Ich hab grad ganz viel Gerüchtssache in der Hand. Einfach ohne gestanden und gefahren. Ja. Kenn ich ganz gut eigentlich. Bad Blaster? Ja. Sind bei dir grad. Bälle auf Lockewickler vorbeigefahren. Nee, das war. Ich glaub, Mähdrescher oder Traktor. Aber der Lockewickler hängt und erst im GC, glaub ich immer. Oh. Mein Butzmaster! Echt von mir? Super. Ich weiß. Bleib nochmal. Nice, Bernhard. Yo! Nice, Bernhard. Ja, das ist halt nur, wann ich was erzähle und du sagst jetzt währenddessen was, jo, weil ich halt. Ja, das ist ja aber die andere einfach die Fresshalde, ne? Stimmt natürlich. Also halt auch schon. Wenn ich was sage, dann quäl ich's mal. Hä? Genau so. Wenn man doch nur mehr als eine Katze hätte. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Katze gar nicht so mag? Magst du Creeper lieber? Oder ist der Creeper mit in der Base? Gerade bei den Hinkel, wenn er runterkommt, sind sie alle. Wissen wir noch, wo die Schäf waren? Ja. Wo sind die hier? Die habe ich gelatzt. Okay. Weil dann du automatische Farm hast. Und ich mir gedacht, brauchen wir die Enemy. Du hast das Loch dann zugemacht, schätze ich. Ja, mit Erd einfach. Ja, da ist ein Creeper drauf gespawnt und explodiert. Und jetzt ist wieder ein Loch. Weil dort in dem kleinen Areal kein Licht war. Ja. Das ist klasse. Gell? Der nächste ist die Pfeffeldrohne. Sicher, das schnappt noch nicht mal oder wer ist es? Der aufmerksame Schlachter. Kein Problem. Hol mich da rein. Ja, aber mit Bombe ist da noch schneller. Ja, Bruder, ich bin so aufgeregt. Jetzt gibt's den Ausbau von der Autobahn. Hab die Alt jetzt ein bisschen vergrößert. Soll ich. Muss ich dich an den Arm nehmen, oder? Oh, da kommt der Zombie durch zugelaufen. Und vier Creeper. Ich hab mir daran gedacht, das auszuleuchtet, einer bei dir. Komm gleich mit neue. Was, bei mir? Na, da beim Bodo. So, ja, ich bring gleich. Alarm! Bitte! Gleich noch mehr Fackeln. Wir können euch immer Fackeln mitnehmen, aber. Bleib mit dir, du gehst einfach drauf. Mach's. Bist du jetzt tot? Oh! Die Hanse.
Oh leck, einfach nicht mit Gerücht umgehen. Kannst einfach nicht mit Gerücht umgehen? Was stimmt denn mit dir nicht? Ich guck so von der Seite, denke ich so, ah! Jo, und den nächsten Moment steht ohne viel aus zu großer Höhe. Soll ich Wasser runterkippen? Du bist hier aus wie ein Creeper. Warte, ich geb da Emma. Theoretisch meiner nehmen, da ist halt aber Lava drin. Hallo? Nimmst du den Emma jetzt oder soll ich dann wieder einen Emma? Du hast gesagt, der Emma, wenn ich mal Wasser-Emma gebe, dann ist gesagt. Also. So eine Sau. Entschuldigung. Ich denke, du bist tot. Du da überhaupt nicht leid. Hat's geklappt? Gleich. Ey, du bist auf ein Gerücht gefallen. Weil du ein Sieg gesetzt hast. Weg. Ich glaub, du bist kein guter Spieler. Geh weg, ich mach's. Oh. Fertig. Geh mal rein. Und? Soll ich da mal ein paar Gerüchte runterschmeißen? Manchmal noch was? Dinger. Manchmal stehen noch Dinger, hat er gesagt. Er hat das Dinger gesagt. Soll ich da mal ein Wasserding runterschmeißen, dass du Wasser hinmachst? Einmal Wasser. Oh, leck. Du hast dich doch gerade ganz shit zusammengefallen. Er sät gerade, was er geerntet hat. Nein, umgekehrt. Oh. Mit Sämenschen sägen. Ja. Oder weil ohne. Soll ich, komm mal her, soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Komm. Oder oben steht eine große Plattform. Ja. Und da. Und? Ja, warum hast du ihn da unten nicht ausgeleuchtet? Autobahn. Oh. Als Abschiedsgeschenk jage alles in die Luft? Na, ich baue die scheiße Autobahn. Ja, du nichts in die Luft, das ist mein Lebenswerk. Ja, kannst du den einfach mitnehmen? Feiert sich so hart wie seine Autobahn die ganze Zeit. Ja, und das ist erst die Baby-Autobahn, die wird noch viel geiler. Das wird so geil! Hallo! Wo ist mein Boot hier? Server? Hallo? Boote sind im Moment aus. Ja. Ja. In der Tat. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen, jetzt hänge ich in der Luft fest und wackel hier und her. So. Thank you.
Ah ja, ich erinnere mich. Am Ende von der Autobahn steht einfach ein Bambusfeld hinter der Mauer. Oh, da steht schon eine Glocke für die Villager, oder ist das einfach der Villager ihr... ...der Wohnung? Beim okay, Boys im Bett. Da glaube ich jetzt einfach ihr Gemies. Ja, nämlich rote Beete, du. Alter Bernhard, was machst du dann? Oh, hopp. Oh, hopp. Wie viele Blöcke sind das? Sind es mehr wie 50? Hast du Leiter aus dem Gerüst gebaut? Und wolltest du so losse, oder? Ich meine, das war ja ganz praktisch. Du bist einfach dauernd drin und stirbst. Ich baue da jetzt ein Gerüst. Ballblase. Wie wär's, wenn du einfach mal was baust? Das ist eine gute Idee. Leder? Dann gehst du halt an die Truhen, holst da Holz und baust Leder. Ein Moment, das Holz irgendwie ein bisschen knapp. Ah, du hast einen Punkt. Ich hab keinen, kaum noch. Ich hab irgendwie 4, 5, 6. Ich baue da jetzt dein scheiß Leder. Es gab da Holzfarben irgendwo, oder? Ja, na jo. Da zimmern. Nicht so weit. Aber ihr könnt euch echt an der Farm als die Kürbisse mitnehmen für Licht. Naja, Licht brauchen wir nicht. Ja, nee, habe ich auch gemerkt. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Aber an einem Creeper platzt. Einfach wieder nin gehupst. Einfach wieder nin gehupst. Ah, da stehen noch ein paar. Die Kante reiche. Eventuell. Sind das 17? Mensch, das reicht, 17 Stück. Ja, was stand denn mir? Wahrscheinlich ist da unter einer Tragang und hat's kaputt gehauen. Irgend so ein Mob wurde gespawnt, das schätze ich mal. Kann nichts mehr setzen, weil du dort bist. Okay, jetzt geht's. Bernhard, komm. Ich hab sogar Fackel dabei. Was? So, was explodiert?
So, was explodiert. Ich denke eher, dass da was explodiert ist. Das wird nämlich auch dazu passen, dass das Gerüst abgebaut ist. Oh, wie komme ich jetzt ganz hoch? Oh, ich habe Blätter dabei, Gott sei Dank. Was? Ich nicht. Also. Thank you.
Bis später. Tschüssi. Ich glaube, ich muss Shield hier stelle, Autobahn gesperrt wegen Bauarbeiten. Hä? Naja, ich bin gerade bei, quasi, wie nennt man das? Zu Teere? Naja, ich weiß nicht. Ich bin auch bei der Baggerarbeit. So, Planiere und, ich quasi der Estrich. Kannst du eventuell zu Stau oder Verzögerungen kommen? Nein, nein. Bisherige Route sind unbetroffen. Okay. Irgendwie glaube ich nicht. Doch, wirklich. Sogar upgegradet ein bisschen. Weiß jemand, was mit Scaffolding basiert im Nether? Also ich nicht. Denkt nix.
Was für ein Stück Geräusch aller Zeiten. Ja, ich bin auch nur da, damit ich die Geräusche höre. Ja. Oh, da liegt überall noch ein Haufen von dem Bambus. Der war nicht aufgesammelt worden. Ah ja, Bauchschalter kaum. Machen wir in die Kiste drin. Denn ob wir doppelt die Kiste hier habe sogar. Warum machst du das nicht? Ob ich es voll? Ich habe kaum noch Holz. Holz drin. Ah doch, 22 hätte ich noch. Warte, ich baue gerade die drei. Ich habe schon Windschuh bei. Alles klar. Oh. Push mit Shift neben draufschmeißen, dann geht's. Ja, ah, hab ich gemacht. Ja, der hockt aber quer. Ah. Ist jetzt in der Hopperin gegangen? Wo sind die Kiste? Hast du sie? Ja. Ah, ne, ich hab sie vergessen. Wäre seit drauf. Ja, jetzt haben wir sie voll laden. Einfach nur die Feed-Kiste für den Bambus, Gräser, wie die, wo das Essen ohne Ring kommt. Ah ja, du brauchst schon mehr Bambus, um das Essen zu machen. Vor allem der Bambus halt, ich glaube, 2 Sekunden oder was? Darfst du aber nicht zu weit abholzen, dann kommen wieder die Zombies und die Armbrustmänner durch. Vorhin gemerkt, wo ich ein bisschen zu weit abgemacht habe. Oh. Ja, so, wird gemalt. Ja, also nochmal wehdem. Wehdem, dass das Bett noch bei mir im Haus steht. Ja. Allerdings muss ich es, glaube ich, nochmal reaktivieren, wenn du irgendwann mal dort spawnen wird. Ja. Hab's ein bisschen umgebaut. Geh ich mal gerade hier. Ach, ich kann aber gar nicht pennen im Moment, weil es noch zu hell ist. Jo. Ist im ersten Obergeschoss. Alter, wie viele Hunde hast du mittlerweile? Die war logen Hunde. Nicht meine. So. Alter, Dreierbett, ey. Schön kuscheln. Alter, Leute, in alle Kisten noch irgendwas drin. Zwei Karotte. Ja, ist noch nicht zertiert. Acht Kisten. Ja, da liegt eine Kiste in der Kiste drin. Ja. Die nehme ich gerade nur mit raus wieder. Fahren also hart auf Druckplatte derer ab. Ja, ja, sind ja geil. Also die Base finden wir immer. Weil erstens leuchtet alles in Orange, zweitens stehen außerdem so viel Bambusstecke, dass es eigentlich unmöglich für Fehler kannst. Was ja, du? Drittens, da steht der Hitler-Sprengturm. Ja, das. Kann man doch. Und das ist eine kleine Mine. Man war nämlich hin, ne? Dass man jetzt nur fahren kann. Du musst mal hier teleportieren dann. Oder wie kriegt man da Wasser nuf? Ja, weil man den Hitler-Sprengturm bauen wollte. Dass du mit vollautomatischem Aufzug mit dem Wasser, wo man in der anderen Version gerade. Ist gemacht, da steht er. Ah. Siehst du den kleinen Turm? Ja, den kleinen Turm habe ich vorhin schon mal gesiegert, ne? Kann schon nur fahren mit Wasseraufzug.
Ja, ich glaube, heute habe ich einfach nur Lust auf Butler. Meine Pokémon kannst du mal mit der Autobahn helfen, der muss gebuddelt werden. Ah, Butler im Nether. Also, weil du Lust hast. Ah. Wobei aktuell nicht wirklich gebuddelt wird, sondern. Ah, und nimm da ein Boot mit. Im Moment wird nicht wirklich gebuddelt, sondern eher Brick über eine Lavasee gebaut. Aber der Nova hat wieder gebuddelt. Aber ich habe kein Dirt. Hast du Dirt? Wir brauchen kein Dirt. Oh, fuck, und, fuck. Ah, fuck. Renge? Ne. Ich hab mich gerade gekratzt, dreh mich nur links, steht da einfach ein Gast und guckt mich an. Ich hab halt noch kein Deck gebaut vom Tunnel. Ich bin an der Stelle da nicht. Also man braucht ein Boot, ja? Ja, also ich... Die Autobahn halt alle, was weiß ich, 50 Felder oder so noch und dann kann ich halt mit dem Boot voran zurückfahren. Haben wir noch Boote drin im Nether? Ja. Ja gut, dann brauche ich auch kein Boot. Das sind immer Ersatzboote. Aber... Gehen wir auf Nummer sicher und legen wir vorher mal Zeug weg. Ja, habe ich auch gemacht. Was du mitnehmen kannst? Ja, die Pickaxe nehme ich mit. Also Netherrack, falls irgendwo noch ist. Weil ich baue alles mit Netherrack und mache halt Stone Slabs, dass die da nicht drauf spawnen. Und mache halt die Wand aus Netherrack, weil du hast ja halt einfach 1 Milliarde dafür. Da ich Pickaxe wieder hab mit Efficiency 4 und Unbreaking 3, brauche ich kein Netherrack mitzunehmen. Ich tue einfach Ammo, kurz mich umdrehen, Nether. Jo, also so mache ich es halt auch. Ich habe nur so ein bisschen was mitgenommen, aber da ich mich da regelmäßig durch Bär schon durchbuddel. So, Schaufel könnte man vielleicht brauchen, oder könnte ich vielleicht brauchen? Nee, brauchst du nicht. Also außer irgendwie Soul Sand hole, aber das kann ich auch ohne Schaufel machen. Ja, das stimmt. Das Schwert, die Pickaxe und der Bohr, wird reichen. Jo. Und dann kommen wir mal vor zum Gulasch. Gulasch, okay. Das ist geradeaus durch, gell? Yes. Ja, ah, ich kenne doch die Abfahrt schon. Gut, so komplex ist es auch noch nicht. Mal, Ja? Ne, nichts passiert. Mir ist nur auf dem letzten Meter eingefallen, dass ich noch am Schluss keine Sicherheitsmauer eingebaut habe. Also, wenn mir das jetzt nicht eingefallen wäre, wäre ich einfach voller Rotz in der Lavasee in ihn geschanzt. Oh, muss ich also aufpassen? Nein, ich habe es noch nicht gebaut. Kann ich voll Gas geben. Gas geben. Verstehen Sie Gas? Gas. Verstehen Sie Gas? Das hat so am Anfang geheißen, dann wurde es umbenannt. Irgendwann 1945. Ja. Komisch. In Polen heißt es immer noch so halt. Da habe ich wieder Ash-Weinebeermandel drin. Dann schiebe ich jetzt mal kurz raus. Er will nur kuscheln. Bist du Schweinebeermann? Ja. Ja, genau da. Ja. Mhm. Jo. Dann habe ich mal Bier gebaut. In die Lava-Poker eigentlich? Ich habe mir gerade rausgestoßen. Also nicht in die Lava, aber ja. Alter, du hast es doppelt so effektiv gemacht. Ja. Das ist die Autobahn 2.0. Die Autobahn der Zukunft? Mhm. Gulas ist das Portal da, ne? Da muss ich nicht weiterfahren noch. Wenn du beim Gulasch bist, gehe ich immer von so einem Portal, habe ich jetzt eine neue Tunnel Richtung Süden auch. Ja, okay, also das ist der, wo ich hin muss, ne? Ja, da kannst du lang pesen. Servus. Oh. Kann ich das auch wieder wegmachen? So, und da müssen wir lieber. Okay, ich hole mal ein bisschen Netherrack. Warte mal, ich kann ein bisschen was hinschmeißen. Stacks. Ha, okay, 3 Stacks. Oh, ich habe Wasser dabei. Gut, wenn ich schon mal da bin, hole ich mal gerade Lava Bucket. Jo, ja.
Also es muss halt 5 breit sein bei jeder Wand. Ja gut, theoretisch könnte man einfach 3 breit machen und dann einmal kurz einen Block setzen, dass man die Wand auffangen kann. Ich glaube, das ist sogar klickter. Müssen wir halt höllisch aufpassen, wenn der Gast kommt, schießt dann nämlich die Brick weg. What the? Oh! Was ist das? Das ist einfach ein Lava-Strom. Oh, ich glaube, ich bin tot. Nein, oder? Ja, warum? Ach, schon nicht? Oh. Doch. Wasser. Wasserbucket geht nicht im Nether. Ah. Komm wieder. Wasserbucket geht nicht im Nether. Nein. Schon nicht. Wenn du mal deine Lavastrom umlenke. Das habe ich davor, wenn ich mich nicht umgucke. Gott sei Dank habe ich gerade Level 4 gehört, insgesamt. Oh ne, ich glaube, das Boot leitet noch da irgendwo. Ja, leider, alles. Kannst du eventuell die Pickaxe aufheben? Ich bin schon dabei, dann Lavastrom. Nee, Alter, ich bin gehupst, ich bin so dumm. Alter, nee, ich bin auf die Leertaste gekommen. Also, ne? Darf gut sein. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin mit sau viel Kram gestoppt, aber. Du meinst, das passiert also mal? Passiert. Das erste Mal, dass das passiert ist. Tatsächlich. Aber da war die Silk Touch Axt drin. Halt kacke. Juhu. Und sau viel Stone Slabs. Ich möchte wieder mitbringen, bitte. Ärgerlich. Na gut, das Projekt Autobahnerweiterung ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Echt? Wirklich? Ja, ich hab kein Netherrack mehr. Ey, komm schon her, ich geb. Auf Eis gelegt, sah der. Ja. Oh, du hast kein Eis mehr, oder was? Doch, Eis ist noch in der Kiste. Da hatte ich nur 20 im Inventar zum Glück. Aber ich muss jetzt erstmal an den Cobblestone Generator Stein machen und das zu Slabs verarbeiten. Ah, du hast Stone Slab, kein Cobblestone Slab. Juhu. Ich tu grad mal die Brick ziehen, bis nimmer. Und dann, ja. Oh, ist das ärgerlich, ey. Irgendjemand irgendwo Diamanten hingelegt? Ich hab Diamanten. Ja, für die, das Schwert, weil ich damit halt immer die Sache umholen gehe. Ah, Bernhards Geld, da glaube ich mir jetzt einfach. Du lein den. Mach mal Unbreaking oder so aufs Schwert, wenn das geht. Ja, natürlich. Ich hab Level 32. Hat das halt eine Aussage, was drauf kommt. Das ist immer komplett random, das heißt, es kann jetzt. Ends kriege ich auf jeden Fall, das kriege ich auch gezeigt, aber der Rest ist komplett random. Also, sprich, du gehst hier in das Ding. Dann sah er das, keine Ahnung, Looting 2 kommt definitiv drauf und dann kann er noch bis zu 2 andere da drauf, also bringt da nichts, wenn ich es 9 hinlege, bleibt dann Schärfe 1, Schärfe 2 und Schwungkraft 3. Ja. Das ist Schwungkraft, mehr Gewalt. Weiß ich nicht, wie das auf der Eiche heißt. Ja, ich hab jetzt einfach Schwungkraft genommen. Verbrennung 2 und Schwungkraft 2, oh. Wenn jetzt der Bambus verbrennt, probier das lieber mal aus, einmal ja. Einzelstehende. Ja, das wollte ich jetzt als nächstes machen, weil. Ja. So, dann einfach alles abfackelt. Guck einfach irgendwo hin, Energie. Wie tut man so Lavastrom professionell umleiten? Du kannst wie so ein kleiner Eimer bauen, also 3 und 3 und dann ein Rand.
Und dann fließt halt neben den Schwappler lieber. Ach so, ja, okay. Aber du kannst halt auch Gefäß von der Bauer sozusagen, wo man ihn fließt. Ja. Bitte alle. Brennt nicht ab. Das ist ja praktisch. Wäre aber ziemlich geil gewesen, wenn jetzt einfach die ganze Space in Flammen gestanden hätte. Ja, das ist genau das Wort, was ich auch verwendet hätte. Geil. Ja, ja, was passiert dann schon? Nix. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Autobahn baue, hole ich mal Fire Protection 5, sag ich. Selbst dann. Ach, ich kann so Fire Protection Potions mitnehmen. Haben wir noch keine? Oder hast du viel von dieser Magma Cream? Wie viel braucht man da? 1 für 3, glaube ich. Aber wir haben noch keine Netherwarze. Wir haben noch keine Netherwarze. Stimmt. Soweit ich weiß. So kann ich das knicken. Und dann. Jetzt wieder der Vorführeffekt. Kamst du nach der Bike, ist alles. Vor allem sterben wir beide. Ich glaube, ich bin das erste Mal auf dem Server gestoppt. Also, Palaba-Eskapade habe ich alles mal von Zeit zu Zeit. Ja, oh mein Gott. Aber ansonsten sterbe ich eigentlich nicht. Das ist wirklich immer Lava. Die Brücke ist fertig, aber also zumindest mal der untere Teil. Jo, ich bin gerade am Cobblestone Generator und hack. Ja. Kann da eventuell auch noch ein bisschen Cobblestone sponsern? Ja, in der Kiste ist drin. Cobblestone Kiste. Ah ja, das kannst du alles nehmen. Ich geb da aber noch. Hallo. 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 Ja, 5 Stacks lange erst mal, denke ich. Nein. Weil du brauchst ja nur ein, zwei Slabs. Und dann hast du halt 10 Stacks Slabs. Also ich mein, das reicht da. Vorerst. User joined your channel. Servus. Hallo. Oh? Hallo. Ich bin gerade mal wieder in Lava schwimmen gegangen. Hast um eine Minute verpasst. Oh, leck. Und ich hab mich mit Lava geduscht. Ich bin so blöd. Beste AG gedrückt, vor allem ist so dunkel und bin auf die Leertaste gekommen und einfach niedergehupst. Ja gut, ich meine, Steuerung und Leertaste lagen relativ nah beieinander. Ja, das sind nur zwei Tasten dazwischen, also da kann man sich schon mal verdrängen. Einmal mein Daumen war so schwer und dann habe ich aus Versehen die Tasten. Daumen war so schwer? Ja. Dann bist du über den Teppich gefallen und auf einmal hast du ihn hier abgelunzt, oder wie? Ja. Oh. That ejaculated quickly. Ja, oh. Richtig. Ich werde stundenlang aus Versehen in den Rennen gefallen, bis du gekommen bist und ja. Dann war sie schwanger. Na ja. Wer hat's gemerkt? Mach. Jo, ist echt so. Er hat nichts gemacht. Ebla ist joined the game. Ebla. Eble. War es bei euch eigentlich warm? Nein. Also heiz sind 27 Grad dahin. Bei mir waren es halt auch schon 32. War an der Realschulter, wo ich jetzt bin, ist saugeil. Da sind wir einfach im Keller. Werkräumen und die sind komplett klimatisiert, gehe ich nur noch. Ah. Ah, was? In Hasloch. Okay. Oh, ja. Jeden Tag Stunden Fahrer, aber es ist auch cool dort. Hasloch. Ja. Bist du ein Rassist? Da wohnen nur Rassisten, ja. Da passe ich da halt prima hin. Na, jetzt aber. Also bei der Hasloch auf Rassisten beschränken können. Ich bin auch so ein bisschen wie der Wattblast, dass ich hasse einfach grundlos irgendwelche Menschen, also.
Ich hasse ja, nicht Fälle, ich hasse alle. Ne? Jo, komm, jetzt übertreiben wir nicht. Das ist eine gute Grundinstellung. Hast du nicht, hast du alles schon gesagt. Hast du wahrscheinlich gelohnt. Drecksau! Chili nicht. Ah, okay. Laben, hat gesagt, er liegt nicht. Jo, was hat er nie gelobt, er sagt, er liegt nicht. Warum soll dann Lee nicht? Nimm nix. Nie gelaufen. Also, warum soll dann Lee nicht? Nimm nix. Jo. Ah ja. Jo, ja. Ah ja. Ah ja, jo. Warum soll ja, ja. Ja, Herr Gullis, du müsst mir da langsam dein Zeug abholen. Was sag ich? Ah ja, das sind schon über 200 Kühe bis mit Beleuchtung. Ja gut, die lange noch nicht. Ah, sag ich jetzt und dann hol ich einfach nie will ab. Ja, ich baut mal keiner mit Steh ab und das dauert ein bisschen länger. Ah, brauchst du Cobblestone? Ich bis kann da ich, gerne. So weit bin, dass ich die überhaupt brauche. Wenn der Jonas nicht braucht, dann gebe ich dir jetzt eine ganze Kiste voll Cobblestone, ist das recht? Ich brauche okay. Eine ganze Kiste voll Cobblestone. Nein, ich brauche eigentlich nur noch 4 Stacks dann langsam erstmal. Was denn Cobblestone? Das ist Arschloch, das ist ein Rare Resource. Also, ich nehme so viel mit, wie mein Inventarrad passt. Reicht es. Kann man noch irgendwo Silk Touch Spitzhack? Lab nicht. Hab sowas noch nie besessen. Weil ich habe Silk Touch Axt. Weil mit Alter was geht. Ich weiß nicht, ob ich ein Auto gefahren ist. Aber es war laut. Weil mit. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Bei der scheiß Autobahn ist nichts ausgeschildert. Mit nur Bauer kriege ich halt kein XP, das heißt, ich kann mir nichts selber entscheiden, das ist ein bisschen dumm. Woher weiß ich jetzt, ob ich eine Lautro oder eine Bäume sind, sondern nur zur Brücke fahre? Brücke! Eine Brücke! Was, wo? Von da einer Base aus oder was? Nee, auf der Autobahn, ja, ist nichts ausgeschildert. Kannst du immer ein Schild hinstellen? Ja, ich bin nicht der Autobahnbauer. Hab Maya schon? Nee. Na, dann verwahrlost. Ab und zu muss er mal gewartet werden. Ja. Aber sie ist jetzt doppelt so effizient wie vorher. Oh, da ist schon alles voll mit. Nein, noch nicht alles voll. Servus, Äppler. 356, 289 Kürbislein du jetzt drin. Wo sind Bock? Wie lange noch nicht? Oh. Wo sind sie? Ja, beim Putzmaster wahrscheinlich. Brauchst du noch nicht, aber... Nein, da, wo Kohle, Kürbisse und Holz draufsteht. Bei dir, ja. Da, oder was? Bei mir an der Farm. Ich habe mittlerweile ein paar Schilder hingestellt, dass man nicht überall hingucken muss, immer. Ah, da gibt's keine Kohle. Kohle, sagst du irgendwo, da hast du irgendwo Kohle gebunkert? Aber nicht von dem getrickelten Seetankblock da in der Mitte. Doch noch Sinn. Nein, bei der Furnaces gibt's... Oder wo, Moment. Da müsste eigentlich noch, also ich habe jetzt einfach nicht hingeguckt, aber eigentlich müsste noch auf Kohle sein. Da leiden null Kohle drin. Wo dann? Da müsste da, wo Gold und so ist, da müsste auf Kohle sein. Da null Kohle drin. Das habe ich noch mal nicht gemacht, da ist drin. Da wollte ich jetzt auch einfach Cobblestone in die Ebene machen und einen Steinbacke, wenn es recht ist. Ja, ich habe das auch schon mal voll gemacht damit, mit Cobblestone. Ach so, ja, habe ich nur noch 4 gefällt, oder? Ja. Aber jetzt fülle ich auch noch Kohle in, wenn es recht ist. Yes. Ganze Kürbiskerne da fortschmeißen. Nerven mich. Der halbwegs du. Oh, ich sehe, du hast da auch immer angefangen. Gulasch? Ja. Die Plattform. Allein nur für das, was umrahmt ist, brauche ich 64 mal 64 Cobblestone. Nur um den kleine kein Geldstück so fertig zu bauen. Verstehe. Das was ich dann noch 3 Mo mache, dann habe ich das Botte zumindest. Weißt du schon, was du denn machst? Ja, das kommt dann noch. Erstmal wird der Grundriss gebaut und dann guck mal, wie man ihn füllen kann. Was gibt es dann für Gebäude? Oh, das sehen wir dann. Kommt da so eine Art
Windmühle-Symbole an die Wände. Und vielleicht ja. Das Schwimmbad nennen? Ja, unter anderem, ja. Kann man das nennen, aber ja. So, Windmühle-Symbolik finde ich eigentlich ganz cool. Also wenn noch jemand Cobblestone braucht, ich bin Abbauer. Never tried, aber wahrscheinlich der cool ist. Ja, ich aber, dachte ja. Immer. Ah, jo. Ja, ja, ich dachte, das war ironisch, weil ich brauch nie Cobblestone. Es ist gut zu wissen. Ich bin nämlich heute auf dem Minetrip, also ich bin schon die ganze da irgendwie unter Tage und baue Zeug ab. Tag. Bin stolz auf dich. Ja. Ja, das braucht man halt einfach mal, das ist einfach entspannend. Ja, wenn man gescheit die Spielzeug hat und so nicht laufend in die Lava schmeißt, jo. Gut, das ist ein Skill, den kriegst du mit der Zeit. Sowas schon mal basiert. Aber selbst wenn du eine Skill hast, laufst du eventuell rückwärts in eine Lava-Dusche drin. Ja, dann fallst du aber wenigstens nicht in die Lava und kannst es euch nochmal insammeln. Die echten Pros schmeißen sich einfach Kopf vor in die Lava hin und ertrinken. In der Lava? Ja. Das ist. Das ist ertrinken. Ich weiß nicht, ob man das ertrinken nennt, aber. Doch, das ist ein Achievement zu ertrinken in Lava und nicht zu verbrennen drin. Ah! Das kennen nur die Gute. Ich werde eine komische Trankbrau und dann in die Lava tauchen. Jo. Und so lang. Oh! Du versuchst das. Vor allem gerade gesagt, mach das einfach. Oh, jetzt stehen doch einfach Arschvoll Schweinebärmänner. Was wollen die von dir? Wollen die Wege zollen? Beim Gulasch vor der Haustür. Das ist normal, die spawnen an deiner, am Letterportal. Ich weiß nicht, was du beim Gulasch vor der Haustür, Mensch, stehen einige heißer darum von mir. Die Letterportale können die Schweinebärmänner spawnen. Ja, dann muss ich doch wohl auch noch Snipes sehen, aber. Jo, wieso dann? Aber weil die nerven wie die Sau. Freundlich? Mal scheißegal. Ich bin nicht freundlich. Bist du für ein Nazi? Guter. Kommt keiner? Ah ja. Guter Nazi ist er. Guter Nazi, das stimmt. Jonas der Nazi. Jonas der Endsturglatz hat, also wann er ein Nazi ist, dann der Jonas. Aber das wird ja voraussetzen, dass es schlechte Nazis gibt und das gibt's ja nicht. Ja doch. Doch, ja. Guckst du mal so Neonazi, oh. Ich wollte es gerade sagen, guckst du. Geiler Boy. Ich lerne unsere Jobs. Nein, schlechte Nazis sind schlechter drin, Nazis zu sein, ne? Das ist ja die Definition. Also sind es quasi schlechte Nazis, sind Leute, die keine Rassisten sind. Oh, und da hätten wir dann quasi drunter fallen. Oh, echt? Ich bin ein schlechter Nazi. Ich bin in der Schule und hab so Mameluke da, so Säbelschwinger da halt. Ich denke, es ist okay, solange du rassistische Äußerungen machst. Also von daher Bambusratte. Aber ey, so Mongo haben sie dabei. Oh, was ist denn ein Mongo jetzt genau? Ein Mongoloid, Oliver. Na gut, dann ist es nicht rassistisch, weil das stimmt. Also Real Mongo. Real Mongo, ja. Ja, aber der ist relativ fit eigentlich in der Birne. Also Fake Real Mongo. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, dass er es nur vordäuscht. Er sieht es ja immer bei Mongos so aus. Du siehst nicht sofort, dass sie Mongo sind. Aber er täuscht es vor, als Aussehen. Er guckt nie geradeaus, sondern immer in zwei Richtungen, aber er täuscht es nur vor. Ja, so ungefähr. Das simuliert nur. Ja. Komm, was ist denn? Mach mit, du simulierst doch nur. Scheiß Mongo. Man ist leer, kann man das sagen. Recht. Woher wärst du? Sah das. Einfach normal geschaltet. Jo, scheiße, mach ich halt mit. Kannst du das bitte von New Kids machen? Verrückte Mongo, Junge. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich hab keine Ahnung, wer ich das rauszufinde. Das stimmt, ne? Wir würden eigentlich ungern gehen. Geh schon hin. Ja, sag ich ja. Leck, ein Glas bräuchte ich wieder ein A noch. Hab. Glas? Ich glaub, du wärst fertig, Jonas. Fertig wär ich nicht, ne? Also, ich bin heute ganz da nichts anderes am machen wie Autobahnbauer, aber ich
Zweifel, dass ich fertig wäre. Ja, mal erwischt. Ich hab halt. Ja, du baue ich hier gerade hier. Ah, so gut. Ja, es kommt vor, wie oft ich noch in die Lava springe. Jetzt beim Mo schon mindestens, denke ich. Macht dir das eigentlich Spaß in die Lava zu hupsen, weil du das immer wieder machst? Ah, jo, ist auch geil. Hast du auch noch ausprobiert? Ja, jetzt so noch nicht. Kann ich einfach mal in den Nether kommen, kann ich mal gucken, vielleicht wann das zusagt. Jo. Also, macht schon Spaß. Ja? Ja. Ich kann auch Lava-Dusche sehr empfehlen, diesen AA genommen. Ja, das ist auch super, ja. Super geil. So Nether-Wurzel, wo wir da brauchen, wo finden die? Nether Fortresses. Sonst nirgends. Kommen schon wieder die Viecher. Waren das schon wieder drei da, wo ich nicht gepennt habe? Wenn überall nicht Sinn. Guter Inwurf, ich glaube, ich war schon seit ungefähr 10 Tagen nicht im Bett. Was wollte ich eigentlich? Naja. Ich glaube, es kommt da was. Jo. Ich bin jetzt fast nicht gehört. Ey, gut, dass ich es gesagt habe, ne? Ja. War das ein Braunlockewickler oder Bosch oder? Warte, mich geh mal gucken. Oh. Oder mit Leather Cup. Ja. Für meinen Steakschmolz. Oder springt auch gerne in die Lava. Ja? Leute, die nicht gerne in die Lava springen, wenn du nicht gern gesehen. Also ich würde mal, ne? Oh, ja, dann gehe ich schon. Halt. Okay, wert. Was ist denn das? Du? Es ist hier ein... extra das Ding auf, dass man deinen Namen nicht lesen kann. Drecksau. War nur ein stinkender Traktor. Weil du kriegst nichts mehr hast. Hast du Geld? Ja, ich hab Diamond-Sache noch hingelegt. Achso, du meinst bei dir wahrscheinlich. Ah, okay, Moment, dann hat's. Der gute Stand war von Gishan, ne? Halt, mittlerweile sind schon ein paar Leute in die Lava gesprungen. Das wird tschüss. So ist nichts drin. Oder Geld allein, Kiste voller Sache. Ah, doch, guck da. Kann ich nehmen. Ja, alles, was du willst. Wo ist denn da fertige Richtungsteile schon? Haben hier Felix bei ihr gebucht? Nein, hier sind alle gerade gestorben, ne? Aus dem Gulasch. 29. Wenn du 30 bist, kannst du mal einen Diamantspitzhack verzaufen. Also, wenn du sonst nichts zu tun hast mit der XP halt. Ich brauch die XP für eigentlich nichts. Ich geh mal die Hinkelfitter. Ah, das hat der Bodo, glaube ich, gemacht schon. Weil so Silk Touch Spitzhack wäre praktisch. Ja, die ist jetzt weg oder was? Ja, der 30. Aber ich glaube, der Narf hat noch eine. Die habe ich einen Zuckerjob gehabt, das ist genau die, wo du mir gehabt hast. Ach so. Ich weiß auch nicht, ob der Narf mal jemals noch mal was gibt.
Ja. Weil, ah ne, stimmt, das erste Zeichen, wo ich kaputt gemacht habe, war ein Gulasch Science. Okay. Was, ein Pickaxe oder ein Amali? Ein Pickaxe oder... Ich hab dir bisher, glaube ich, zwei Diamant-Pickaxes gesponsert. Weißt du, wie viele Diamanten ich da rumleihe hab? Nicht so viel wie der Gulles, aber... Ja. Ich denke halt immer, das ist alles sau wertvoll, weil ich in meinem Leben noch nicht in der Mine war. Ich bin nur am Bauen. Weißt du, dass der Gulles mehrere Stacks Diamante hat? In verschiedenen Locations. Geld. Ich hab keine Items und hab keine XP für die Items, wo ich kriege zu entschande. Vielleicht sollte ich auch mal XP farmen irgendwo. Oh, leck, das ist so ein kleiner Spatze da oben und braucht schon so viel Ressource. Ganzes Inventar steil, das kleine. Meinst du 64x64 kleiner Spatze? Ja. Du wärst ja in der Schule ausgelacht auf dem Pausenhof. Ja. Wie nochmal? Ich hab's nicht ganz verstanden, dass wir froh ich verfreuen. Du in das Haus ersehst. Sorry? In so einem lispelnden Arschloch. Effizienz und Haltbarkeit habe ich auf der Ende. Jetzt guck ich mal gerne ruhig an. Effizienz 4. Haltbarkeit, Effizienz. Bringt ja dann nichts, ne? Ja doch, also es kann halt Silk Touch noch rauskommen. Du kriegst ja das, was da steht, sicher und zwei random noch. Nicht immer. Nur maximal zwei random. Ja. Nämlich einfach die Effizienz 4 und probier's aus. Jo. Effizienz 4 wäre geil, da kann ich nämlich das Eis one-shotten damit. Effizienz 4 und Haltbarkeit 3, aber kein Silk Touch. Jo, trotzdem gut. Glückwunsch, jetzt hast du eine gute Axt. Jetzt sah ich auch schon. Das bürgert sich so in. Das ist doch. Pizza. Der Beagle. Das sagt er, aber ist halt geaxt, ne? Ja, das ist ein Beagle. Stern. Ein Beagle ist das. Beagle? Na komm, du kreist doch noch inne. Da! Wenn als Eier oder sowas haben, zu viel haben, kann es sein, irgendeine Trulin mache ich da Kürbiskuchen draus. Der ah, Kürbiskuchen. Der ist ziemlich nice, ja. Alter, das ist Essen für Leute, die Geld haben. Ja. Hast du Geld? Na, kein Geld. Wenn sie kriegst du Diamanten. Kein Geld? Weiß nicht, ob ich kriegst du Diamanten. Jetzt liege ich aber. So verbrennt er. Ist jemand in der Base gerade? Also ich mach gerade da wieder Kelp ab. Können wir mal den Stein weiter kochen? Welcher Stein? Du denn jetzt genug, der war für die Autobahn. Was für Stein, Mensch, du genau? Der wird doch aus Netherbricks gebaut. Der Stein, wo unten in der Ebene war, wo ich gefarmt habe vom Generator und danach gesponsert hat, war die Autobahn. Ah, da so. Ist da. Nee, Geld? Du warst, glaube ich, nicht da. Der Stein, wo du in deiner Öfen in der Base, oder? Kennst du die Öfen? Ja, genau der. Das ist der Stein für die Autobahn. Ach so. So muss ich was verwechselt haben. Ich dachte, das ist der Stein für das Haus da oben. Nee, da musst du dich selber hinstellen dann. Ja, willst du die Axt, Jonas? Ja, oder du farm Schmier da jetzt. Ja, wenn du es da brauchst, ich nehme sie da, jo. Hab noch eine und ich mache ihn mit der Pickaxe mache ich eh nicht viel. Also du müsst in der Kiste noch genug Cobblestone leihen, um nochmal die Öfen voll zu machen. Ja, also ich brauch Slabs jetzt. Oh, fuck. Tun wir noch Eis leihen.
Auf Eis lesen wieder. Okay, bei minus 30 fängt es an Richtung Süden. Ich denke, ich bin so bei 100 ungefähr. Oh, da fällt noch ein gutes Stück. Und Glowstone brauche ich wieder, weil ich einfach 20 in die Lava geschmissen habe. Hier mit eurem Kloster. Naja, ist schöner wie Fackler. Kriegen wir ein bisschen Kohle, ey, wieder die ganze Kohle verprasst. Ich mach hier mittlerweile aus dem Kelp die Kohlebrücke. Besser heizen. Also man braucht eigentlich die Kohle nur noch für Fackeln. Warum? Ist es besser wie Kohle? Es halt halt ewig. So ein Kelpblock aus 3-mal getrickeltem, aus 9 getrickelte, ja, das halt so lang. Du jetzt schon wieder eine Schweinebärmanie. Bring doch mal ein bisschen Cobblestone. Und ein bisschen, wenn ich wirklich nur ein bisschen, weil ich habe auch noch einen Haufen Kohle im Gepäck. Fühlt man sich so als reicher Mensch, Arculus? Wenn man einfach das Inventar voll machen kann mit dem Endsilver Rare Block. Ich bin nicht reich. Du eckig. Ja, dauernd sah, dass er nicht reich ist. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Es befinden sich Passagiere auf der Autobahn. Passagiere? Personen. Ihr wisst, was ich meine. Schweinebärmann. Darf mal die Umfahrer, oder? Versucht er gerade auszustumpeln in die Lava, aber der haut ab. Dann renn ihm hinterher und spring dann ab in die Lava, dann folgt er da. Du wolltest. Auf alle Fälle klappen. Ja, genau, Donaus. Donaus jetzt. Donaus. Ah, der Apple ist schon da. Okay, da leg ich die Kapelstone noch hin. Jawohl, Donaus. Donaus. Dann ist die Kohle hinterher. Ah, der leitet jetzt da hinten, gell? Die Kohle. Ich weiß nicht. Ja, aber leitet die Kohle. So leitet Kohle. So leitet Kohle. Oh, Alter, okay. Gar nichts. Zack. Ja, oder du nimmst halt Bambus und lässt eine Ninlarve. Habe ich im Moment hin an der Kiste einfach. Geh da. Sind einfach 3 Schweinebärmänner im Portal. Nee, lauf nicht auf die Autobahn. Oh, ich hasse die Typen. Willst du so gerne schlagen? Also das Schwert, wo Feierschade macht, ist gegen Spinne pervers. Schlage immer drauf, sind sie direkt tot. Denkt das Leute nicht nur am Feierschade. Du hast ja, was hast du, Sharpness 3 oder so? Schwungkraft. Also einfach Durchschlagschade wahrscheinlich, so irgendwas. Ich weiß nicht, was Schwungkraft auf Englisch heißt, deswegen kann ich das nicht sagen. Weeping Edge vielleicht? Ja, ja, geil. Ja, das kann Sinn. Also Schwungkraft heißt auf Englisch Momentum, aber das wird's nicht Sinn, denke ich. War als mal einer bei der Kien, hat die wieder hochgezüchtet? Hast du die wieder hingelockt? Ja, ja, das sind wieder. Ich hab gedacht, die werden die ganze Zeit jetzt tot, ne? Dann gehe ich ab und zu mal hin. Ah, es ist Scan, fertig, aber. Ich hab's gerade einfach gefüttert, ne? Gibt's mal wieder Wälze? Aber es sind erst 4 der 5 drin. Ah, ne, aber auch Wälze? Bleib, ja, gern. Schmeckt euch Brot? Brot schmeckt mal ganz gut, ja. Wegen euch ja Grumbeere. Grumbeere ist auch gut, ja.
Ja, ich hasse Grumbeer. Hallo, also Ofenkartoffel, ist das auch nichts für dich? Nö. Grumbeere? Pommes? Ja. Pommes gibt's dort leider kein. Okay. Pommes und Gerichte, ja. Grumbeere? Oh ja, irgendwo. So lange noch 5. Greifbar die Spitzhack. Ja, wenn du bei mir direkt davor stehst, wo Kohle, Kürbisse und Holz steht. An der Farm. Ich baue gerade noch Kürbiskuchen wieder zusammen. Der ist voll. Ja, Zombie-Geräusche, aber ich sehe keinen. Wir sind gerade mein Beiß dann gleich. Habt ihr so gerade einen ausgeschmissen, Leute noch vorne? Oh ja. Sau geil, mal sehen. Oh yes. Jetzt brauche ich noch Glowstone. Tun ein paar Slabs und dann geht's weiter. Bodo? Weißt du noch, wo die Wüste war? Bei, also minus 4000 oder so, oder? Kommt das hin? Ja, die im Süden war... Doch, aber... Ach so, ja, die Z-Koordinate, ne, ich war bei X minus irgendwas. Warte mal, ich google einfach auf meiner Karte. Weil vom Gulasch seiner Base aus, da nach Süde. Ja, das passt. Alter, zum Glück habe ich die Karte gemacht. Geil. Muss ich nur herausfinden, wie lang die so ist, wie viele Felder das sind. Minecraft Max Zoomed Out Map Look Count. Cards sind 2048 Blocks. Anscheinend. Sind ja jetzt bei Meter. Das heißt, und da sind 2000 Blocks. Da haben wir 3000 Blocks, dann sind wir in der Wüste. Das heißt 375 Blocks im Nether. Digga die. Man macht 380, schöne Zahl. Das heißt bei 350 im Plus.
Leck Person auf der Fahrbahn. War die dumme Wichser, ich weiß nicht, wie ich die da rauskriege, ne? Ich hab jetzt schon überall Slipsy gemacht, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, dass die nicht missbauen. Bringen sie einfach um, oder so. Hilfe! Eng! Hilfe! Hilfe! Bist du aus dem Boot ausgestiegen und hast gehangen? Ja. Passiert mir immer. Ich weiß nicht warum. Ich bin noch nie normal aus dem Boot raus. Normalerweise kann man einfach Shift nichts drücken. Mehr machen. Ja, ich hab Shift gedrückt und hab dann gestockt. Und das Boot war weg. Jo, das habe ich immer, wenn ich aussteige, ich weiß nicht warum. Aber wenn dann ausgehe ich wieder hin, geht's. Vorhin habe ich einmal einfach 1 gedrückt und habe das gewechselt, was ich in der Hand habe. Und dann ging es auch aus irgendeinem Grund. So, ich tue die Steine jetzt nochmal kochen, wenn du sie wieder klaust, Gulasch, nehme ich da den Führerschein ab. Gar nicht viel geklaut. Ach, wenn du drin die Lange darf, so ein paar Slaps. Ja, schon mal bei dir gegenüber geguckt, was da abgeht. Das ist Autobahn 2.0, ist schon ein bisschen Fortschritt. Was heißt gegenüber? Ja, warum nehme ich nicht die Blöcke, die du die ganze Zeit benutzt hast? Weil es aussieht wie Geschiss. Die Netter? Ja. Die geschmolzene Netterblöcke? Ja, Net- der hat genommen die ganze Zeit. Ja, aber da ist doch die geschmolzene Netherblöcke, du. Die Bricks, ja, von deiner habe ich keine mehr. Die habe ich gehabt, weil ich abgebaut habe. Ah ja, die könnte so rasch der immer durch, das Inventar voll. Wünschte ich hätte die genommen. Aber wenn der immer angefangen hast, ist es spät. Die Nether Bricks? Oh. Ich will jetzt halt auch nicht mehr was anderes nehmen wie die Stone Slabs. Die Nether Bricks sind Saudaya eigentlich. Ja, also du kannst die halt direkt abbauen, wenn du einfach die Festung abbaust, so. Ah jo, aber die sind im Vergleich trotzdem... Wieso sind die Dyer? Weil du erst die Netherrack farmen musst und dann Netherrack schmelzen musst und dann 4 kombiniere zu einem Brick. 4 Stück gibt ein Brick? Nur. Ja. Achso, ja gut, aber es geht halt so schnell, ne? Ja, also ich hab vorhin, ich hab sogar ein paar von deinen Slabs gemacht, aber das hat sich einfach nicht gelohnt. Also ich habe sau viel Netherrack kaputt geschmolz und das, jo, das braucht schon ewig. Einfach mal, stell jetzt fertig sind, befülle ich die Ebe gleich wieder. Waren da nicht noch welche drin? Ja, ich habe jetzt gerade die Steine rausgenommen und mache jetzt halt Smooth Stone draus. Ah, du machst Smooth Stone Slab sogar, Alter. Mhm. Fancy. Ach nein, Smooth Stone nie wieder. Nur Piss. Ich finde die Slabs halt cool. Es gibt nur Slabs. Ja, und halt der Block. Ja. Aber kein Muster. Jo. Für das Liebste hätte ich halt roter Sonnenstein genommen, aber. Was machst du dein Haus, Gullis? Aus den Bricks oder? So, Stone. Wie? Einfach nur Stone. Ah, also aus Emo gekochtem Stein. Ja. Okay.
Wo man die Schweine bei Männer abstecht, wie lange hassen die bei immer oder? Ja. Also man hat auf dem anderen Server festgestellt, so 5 Minuten, aber das war halt eine andere Schwierigkeit. Mach schon jetzt, probier ich eine. Ich dachte, du probierst direkt was aus. Ja. Aber er ist einfach vom Boot ausgestiegen. Jo. Klasse. Du lässt bei dir an der Base in die Kiste, mache ich ein paar Sachen, wo ich bei die Autobahn brauche. Also, wenn die Kerl einfach gekocht hast, der ist. Egal. Also, dann ist bestimmt die Chance, dass er weg ist, wenn es einfach gekocht hast, der ist. Ne, es ist halt Eis und ich hab mir da jetzt mal noch einen Ersatzspitzhacken innen und so. Ach so. Ein Obsidian für das Portal später. Ja. Jetzt gerade aufgefallen, wo ich gerade auf dem Klo war. Frage geht an alle. Essen ihr gern Brot? Ja. Eines meiner Leibgerichte. Versteht ihr? Wie Leib? Wie Leib der Leib Christi oder was? Der genau. Witz war ja echt unglaublich. Ist gerade jeder in seinem Element, habe ich so das Gefühl. Im Nix. Jo, genau das. Dau! Dann ist er auch viel. Jonas ist echt der richtige Spritzer. Ja. Darf doch keiner wissen. Ja, schon bald nicht nur die Secrets zu erzählen. Okay, Secret. Guck schon, du beim D&D spielen und ja, statt du den Scheiß nimm. Jo, Femo hat auch groß wie Fernseher. Geht das hoch bei der Profi und zwickt sich ein Gramm Heroin in den Schädel. Ja, ja, ich das denke, das macht er nur, wenn er so... Yesterday? Oh. Hab ich irgendwie nur Yesterday verstanden. Ja, ob das Uiuiui Yesterday ist. Ja, ajo. Ich denke, das macht er nur, wenn er privat ist oder allein ist oder mit Leuten, die er kennt, aber ne. Früher im Klassenzimmer, oh, da hat sich Spritz rausgeholt. Ja. Da hat es auch gefangen, ey. Stimmt, die kennen euch ja von der Schule, gell? Ah, ja. Schule. Jo, Schule! Guck schon einmal kurz rüber, ja, dass ich die Spritz nehme, ne? Ich denke schon nur, Alter, jetzt schon wieder? Die Augen verdreht und alles. Ja.
Alter, der Punkt. Ja. Alter, der Punkt. Was glaubst du, das ist jetzt ein Bumper? Das ist ein richtiger Spritzbumper, wenn ich, wenn ich jetzt auf die Straße sieht, weicht man lieber aus. Ja gut, aber das hat man vorher auch schon gemacht. Du hast aber am Geruch gelernt. Ja. Okay. Oh, ich hab gedacht, war ich so fett. Ja gut. Da kommt dann Äußeres und Olfaktorisches zusammen, also da kannst du nichts sagen. Oh, okay. Wann geht das nächste Mal Pumpe? Neue. Jawohl. Werden gepumpt, neue. Bitte. Montag, Dienstag, Mittwoch, Titte, Donnerstag, Ricke, Freitag, Titte. Ja. Ich spritz nicht. Ich spritz nicht. Ihr kennt noch die komplette Lyrics. Das läuft. Ich freue mich schon irgendwie auf Mai, weil es ist jetzt wieder schön angenehm warm draußen. Oh yes. Und dann wird wahrscheinlich die Brühe noch mehr laufen als sonst. Brühe? Ja. Rinderbrühe, oder? Ja, Rinderkraftbrühe. Rinderbrühe. Gott, Brühe ist Samu also richtig schön. Riecht's noch. Rinderbrühe, weißt du nicht. Ah, das ist ein neues Deo. Nein. Ne, ich schwitze aber nur wie ein Stier. Achso. Ich darf Jimmy Fackel vergessen, Alter. Ja, da hätte ich noch 2-3 da. Ja, Autobahn fahren, da fahr ein paar Fackel, da baue ich mal so lieber. Undankbares Stück Scheiße. Da habe ich da die Autobahn gebaut und werde sie nicht benutzt. Nutze, aber ich fahre nicht gerne Auto. Kommt alles zusammen. Schöne Eskalation, du. Naja, ich weiß ja, dass du fein bist. Hey, komm, ich brauch Cobblestone, ich dauch sonst zu ins Diamant. Ins zu ins. Ich brauch Cobblestone, ich lutsche euch die Schwanz. So hart auf Cobblestone. Bei Schwanz lutsche? Mach ich nicht, nein, also. Ah. Er muss schon nicht ohne Google. Ich glaub, jetzt haben wir jeden Insider-Witz dahin halt zusammengefasst. Jetzt haben wir, glaube ich, jedes Mal gehört, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Und das sind die Klassiker alle wieder, wo aufkommen. Gullus fährt nicht gern Auto. Schreib ist egal, wer sein Schwanz lutscht. Die ganze alte Kamelle. Bisschen. Geil, ist egal, wer sein Schwanz lutscht. Das ist in der Tat absolut richtig. Sag ich doch. Oh, wo ist denn die Kohle? Ich hab zu viel Diamant, ich brauch mehr Kohle. Kohle kann ich eigentlich, kann ich eigentlich auch mit Diamanten heizen? Ist ja, stimmt. Einfach Diamant verbrennen. Jo. Die Hallen halt recht lang. Dann ist ah, ja, die kannst du gut ausstecken, ja. Oder so viel Redstone einfach. Bei der Bodo? Na, ich. Abgebaut, Redstone. Ja.
da bestimmt schon eine ganze Truhe 64er Block abgebaut. Es ist Insatz. Da können wir einfach wieder zurückmachen, oder? Ja. Das geht. Oh yeah. Ja. Hat der Creeper an der Kiste geplatzt. Jetzt leider ein wenig Essen. Oh. Oh, leck die scheiß dumme Viecher. Du bist einfach komplett da, hell. Deutsche Nein, oder? Was? Nein, doch. Ich hab immer noch mal Steine gemacht. Und ich, oh, also ich hab auch nicht rausgeholt und hab halt gleich wieder voll gemacht. Ja gut. Oh nein, jetzt habe ich Fackel vergessen. Leck mich doch an. Arsch. Muss ich Glowstone farmen? Hallo. Ist Einlog-Auslog-Bahn? Ich weiß nicht, was mit deinem Boot nicht stimmt aus. Also bei mir geht's einwandfrei. Mir spaßt du da immer völlig rum. Kann sein, dass es ein bisschen donnert. Ja, nix. Bisher nicht, oder? Hallo. Hallo Bernhard und? Bernhard? Bernhard? Was ist los? Was ist los, Bernhard? Hast du kein Geld? Brauchst du Geld?
Machst du noch unten die Höhle, oder was? Klasse. Ich bin dazu übergegangen, Lava mit ganz viel Gravel zu löschen. Dann muss ich im Neuer kein Obsidian abbauen. Jesus. Ja. Weiß, wie es ist. Ja, weiß ich. Ja, so ist Lava halt. Kann das sein, dass man auf Soul Sand nicht so schnell ist? Korrekt. Warum muss Glowstone immer über Lava wachsen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass der Nether zu 80% aus Lava besteht. Oder der Fuchs. Den tat ich mir direkt ab. Jawohl. Ich weiß nicht, ob der Fuchs zähmen kannst du. Ja. Echt mit Beeren? Nicht mit Fleisch. Nicht mit Fleisch. Ja, nein, das stimmt wirklich. Naja, also ein Bau ab. Beeren wird Sinn, oder? Fuchs essen Beeren. Das ist ein, was heißt ein Roadkill auf Deutsch? Totgefahrenes Vieh halt. Ich muss gerade noch ganz kurz anmerken, Geib, diese Pizza-Quote mal du gepasst, ne? Ja. Das ist ein absoluter Hochgenuss. Ich weiß nicht, was es war. Efficiency 4 und Unbreaking. Achso. Mit Barge einfach durch den Netherrack durch und er platzt. Ja. Also noch mehr wie sonst. Hat er selber gerade einen Schluck aufgehört? Wenn ich ja mit der Farge einfach durch. Ja, ich hab die ganze Zeit Eisenspielzeuge benutzt, weil ich nichts hab. Ja, dann sag doch was! Kein Geld. Oh, da geht Geld, ey. Gut, ich bin einfach an irgendwelche Tresore gegangen und hab geklaut, also von daher. Jo. Ja. Oh, der Gullis hat ja gesagt, ich soll mich bedienen. Oder vor Wille als Mo Brot.
Der hätte gern Brot, das hat er zu mir gesagt. Langsam habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht der Hitler, wo Straße baut, sondern ich bin die arme Arbeitersau, wo vom Hitler, also known as Gulasch, rumschikaniert wird, damit er schnell fahren kann. Naja, jetzt habe ich das Ganze verstanden. Autobahn. Deswegen hat der Gulas also gesagt, bau mal verdammt die Autobahn, du Wichser. Das waren so exakte Worte, ja. Mein Skin war so geil. Wenn er das Video gesehen hat, wo der Bernhard gepostet hat. Ja. Das war so ein bisschen abgefuckter Hitler, gell? Aber dann habe ich dann, gesagt, auf der Arbeit habe ich geguckt, mein Skin und bin, oh, da muss ich mittlerweile mit Microsoft inloggen. Ja. Und dann habe ich den Skin gesehen und habe gedacht, hoppla, den erinnere ich mich lieber. Aber ich bereue es jetzt schon. Ja. Mit Alexander Schäfer, Fußballstoß 71 und so weiter, Hitler-Skin. Ja, und was ist jetzt das Problem? Das ist jetzt normal. Sollen sich mir nicht so draufstellen? Guter Mann. Gut, ach so. Ich weiß nicht, ob die das auch so sehen mit guter Mann. Jo. Das wollen sie sagen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, Vater. Ah, ja. Hör vor, wie auf der Arbeit dann. Guck mal, der Chef angerufen, dann kommen sie vorbei. Durchgerannt und guck mal, ich das an. Alter, oh, und dann besser geht's nicht. Jo, kommt SEKs, MEK, stürmen die Boot. Dann du guck. Das ist der Deutsche. Das ist er. So, bläm, der ihn gestemmt. Bläm, bah. Das ist er. Ja, denke noch nicht, dass das genau so passieren wird. Doch, wie soll es denn sonst sein? Jo, denke ich schon. Ich bin sicher, ob das genau so passieren wird oder nur ähnlich. Ich glaube, das Slenderman, das ist doch so ein schwarzer Boy, oder? Warte! Ja. Das Slenderman ist doch so ein schwarzer Boy. Das ist der Enderman. Enderman. Slenderman war der aus dem Horrorspiel. Jetzt ist gleich, aber hab gedacht, das ist dasselbe. Es ist ein Brüder. Eineige Zwillinge. Er blinkt irgendwie. Ja. Noch weit genug weg, hat bisher immer noch nichts gemacht. Guckt er total aus. Außer wenn es rennt, rennen hast du nämlich. Ah ja, es hat gerade gerennt, bis kurz vor Ebe. Ja, ist echt wie ich im Echtbleiber. Blieb auch aus, wenn man leiten die Augen gucke und rennen hasse ich auch. Reh eigentlich ganz geil, aber der Geruch von Reh finde ich abartig widerlich. Das sind doch einfach die Bakterien, oder? Ja. Vom Boden, wo man dann halt riecht, weil man mehr riecht, wenn es feucht ist. Ja, das Geosmin wird aus der Pilze rausgetrommelt quasi, wenn es rennt und dann riecht es. Ja. Den Geruch finde ich ganz, ganz grauenhaft. Die Spitzhack hat sie nämlich all. Musst du als Quatzi Pause machen, schon schaue ich zu weit. Ja. Dann soll so gehen. So, dir nix kischt, einfach auf dem Hof, finde ich klasse. Richtig voll. Aber du hast da die Hinkel vorhin gefiedert schon, weil das sind wieder abartig viel. Alter. Nee. Ja, es leckt einfach schon, wenn du noch. Es knirscht und fängt ein bisschen an zu lecken. Aber ich
fahre mit dem Schwert durch, dass du ein bisschen... Ah, dein Schwert tut sie doch. Ach stimmt, dann brennen sie alle tot, ja. Das ist vielleicht gar nicht so schlau dann. Ja, wieso? Ah, der Mensch, dann sind sie gleich gegrillt. Ah, ja. Das ist eine witzige Idee. Ja, aber nicht alle. Ich will dir schön noch, dass er sich 20 bis 40 bestehen, aber es sind halt, glaube ich, schon wieder an die 200. Übrigens, wenn ich euch eine kleine Empfehlung geben darf, benutzen nicht die Autobahn, wo ich gerade baue. Okay. Sonst Johnson 1A mit in die Labanen. Das ist mein Hauptberuf. Die Lava-Schanze. Na, den Lava-Schanze. Na, 3 Stück sind gegrillt von 64. Du kannst, so. Hat also zum Teil funktioniert. Normalerweise geht das. Oh. Eure Skelette zwischen den Kühe bis raus. Ihre Lava. Überall Lötkohl. Mhm. Ohne ich bin ins Wasserloch. Das. Wasserloch gefallen. Mit die Treppe abreißen. Aber ist denn da noch? Ja, yep, okay, da brauche ich nicht weiter. Du fahrst nach hinten Schwein rum. Ja, das sind einige Schweine um die Base. Die sind alles Portale, ne, was halt. Die geht dann, das geht an die rote B, das will die rote B dann also. Ich glaube, es geht ab, wobei gibt es Schweinefleisch. Kein Schweinebärmann, sondern ein Schwein. Ja. Normales Hausschwein. Hausschwein. Haussau. Oh, du hast gebratenes Schweinefleisch direkt gibt. Nächste Frage, mehr ein rote Beete? Ja, ich habe bei The Villager Ents geklaut und mittlerweile sind es so. Jawohl. 5:05 ungefähr, wo du wachsen. Da Lava.
war. Jo, denke ich mal gerade. Wir sind ja in Radumer Höhe im Nether mit unserer Autobahn. Ja, im Schlafwasser hier gibt es im Nether überall. Aber der da ist schon groß. Letzte vier Tunnel, die ich gegraben habe, sind alle nur etwa 30 Blöcke in Lava geendet. Die Ausbeute. Ja, gut, das kannst du ja umgehen, wenn du die Lava Source ist, weil die meistens haben die immer nur eine Source und. Nee. Ja gut, wenn es so richtige Seen sind, nicht, aber ich meine, ich hätte jetzt schon ein paar Tunnel gegraben. Und oft kannst du da drumherum bauen. Also, ich habe da quasi ein See vor mir, der erstreckt sich jetzt über mehrere hundert Blöcke. Ja. Ja. Fahrst du mal die Autobahn lang? Manchmal Alexandersee. Das ist der größte Lavasee, wo ich in meinem Leib gesehen habe. Achtung, Achtung, der Bernhard ist nicht da. Boah, Alter, bei dem Lavasee, da wird mir's echt schlecht, wenn ich da drüber buddel. Das ist richtig grob. Und Gott sei Dank kündigen sich Guests an. Du bist nämlich gerade reingekommen und ich hab's gerade noch so in den Tunnel geschafft. Hol ihm mal da Shitballs, ich brauche Schnaps. Ich hab keine Angst. Heilige Mutter Scheißbälche? Ja. Heilige Mutter Scheißbärbelche. Und ich hab einfach kein Netherrack mehr, weil die Bricks erlangt ist. Gott sei Dank bist du im Nether. Gibt's nämlich nichts anderes. Das stimmt nicht. Hello. Lügen nerv. Genau. Ja, ich wollte immer Pause machen und noch ein bisschen Glowstone holen.
Hebler! Vorsicht, Bernhard ist nicht da. Vorsicht, mein Metall ist voll. Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder hochkommen. Kiste sind auch voll. Eine Cobblestone-Kiste vor allem. Alter, da war einer fleißig. Ja, ich hab so eine kleine Mine gebaut. So, hat irgendwer Interesse an bestimmten Städten, den er braucht? Ich würde nämlich mal ein bisschen was mitbringen. Ich glaube, der Interesse hat, ist gerade nicht da. Hat es im Bad wahrscheinlich, hä? Ich alles mal ab, was er nicht braucht, und nehme nur den Cobblestone mit. Weil ich weiß, da finde ich Abnehmer. Hat es im Bad? Bart? Mal kurz im Bart, ja. Da habe ich mal Scaffolding vergessen. So blöd. Ja, ist da. Alter, mit der Spitzhacke Netherrack abbauen. Ist so dumm. Hast du Emo drauf, ist es weg? Muss da auch gucken, das ist einfach. Ah ja. Rendiert. Knatter, knatter, knatter. Lass mal kurz drüber, ist was. Rennt ihr schon wieder draus, was ist denn da los? Rennt die ganze Zeit irgendwie. Ja, was? So. Ist das schon der Real Woods Master? Der Real Woods Master, ich suche gerade freie Felder für die Rotbeete dazu sitzen. Oder die Kronbeere, wo fertig sind, weil Karotte haben nicht die ganze Kiste. Ich weiß nicht, da kann man eigentlich nur roh essen oder halt zu Hase irgendwas. Kannst du auch kochen, oder? Was, und? Kannst du nicht kochen? Cooked Carrot oder so? Weiß nicht. Meist mal in den Innen probier's, aber ich glaube, dass es nichts gebrungen hat. Kannst du vielleicht Soup draus machen oder so? Es passiert nichts, wenn das im Ofen hast. Also irgendwas kann schon mit Karotte machen. Ich glaube, haben wir ein Cauldron? Weil im Cauldron kann man, glaube ich, super kochen. Auch ein Kessel. Ja. Brauchst du wahrscheinlich einfach Eisen. Oder jo, so. Eine Eisen-U, wenn du das bauen willst. Aber wir können Angeln mit einer Karotte machen, dann kannst du auf der Woods reiten. Jawohl. Ja, das ist ja viel besser, wie mein Boot bauen. Ah jo, dann kannst du einfach nämlich Wutz mit nun. Ja. Da hast du die Wutz mit dem Sattel drauf, mit der Karotte, machst du ins Boot drin. Ich denke, das ist, das ist auf jeden Fall die schnellste Art zu reisen. Denke ich ja. Bin mir sicher. Galoppiere. Muss aber bitte Wildwutz sein. Normalerweise Druide ist. Ja. Ja, das geht halt auch nur beim Lala, beim Menü wäre das nicht gegangen, der hat gesagt, das geht nicht. Muss ich jedes Mal Stärke-Check machen, wenn er auf die Stufe hockt. War jetzt nichts Entscheidendes für irgendeinen Kampf, es war einfach nur beim Fates. Aber das gibt's beim Menü gibt's sowas nicht. Kein Fates. Nein! Detected. Schnell was der Game mache. Ja. Beim Menü war Waffle irgendwie immer mit Spaß verbunden. So lange gedauert. Brombeere ist jetzt auch schon über halbe Kiste. Rote Beete haben wir schon 43, da könnten wir Borscht kochen, wenn wir wieder Schüssel haben. Kann man nicht einfach eine Schüssel bauen? Ja doch, ist einfach Holz.
Aber Holz-U ist es. Gibt's noch ein normaler Kuh? Ah, den muss ich aber schneiden dann mit Milch, Ei und Weizen. Dann noch schneiden. Oh, hat da jemand Wolle benutzt bei irgendwas? Ich hab's einfach nie geschmissen, die wo ich noch gerade dann. Aber da ist ein bisschen weiße Wolle genommen worden, denke ich. Ah, ne, das war ich nicht. Auch da. Ah, stimmt. Dann ist er abgebrannt. Klasse. Kein Problem, die Wolle wächst ja auf Bäumen. Vor allem Woll hingelegt, Lava drauf gegossen. Fertig. Und unten steht, da steht der Gaul. Vor allem, er steht da, wo er nie wieder wegkommt. Ja, der steht schon seit Serverbeginn. Echt? Ja, das war jetzt sie. Ja, der steht schon ewig da. Oh, ich höre ein Geist, aber ich sehe ihn noch nicht. Oh, ist er so? Ah, da oben ist er. Ach, das ist das Heilbaby, wo du gesagt hast, ne? Ja. Das ist halt irgendein Geräusch von einer schlafenden Person laut im Boden. Er schläft, indem er heilt. Ich höre es auch. Er hat nicht Unrecht. Ja. Level 25. Der Weg von Level 1 ist beschwerlich, aber es geht vorher. Machst einmal nicht gleich Slapsy, hast du die Brick voll mit Weinbärmänner. Hopp, Brunner mit Eisch. Hopp, verpiss dich! Kein Mount bezahlt. Ich hab ihn so auch die Straßen benutzen. Jo, was ist denn die Mount? Nix. Mac? Genau, nix D-Mark. D-Mark, das ist aber ein bisschen hoch. D-Mark ist stabile Währung, muss aufpassen. Ja, die ist seit ungefähr 20 Jahren stabil. Ich denke, sollten sie dann einfach wieder hinführen. Ja, jo, das ist das Beste, was du machen kannst. Ah ja, dann hat sie aber auf einmal einen Mischer. Meine Bärmann, es war schön mit dir, aber es wäre noch schöner, wenn du wieder gehst. Einfach wie die Amis, ne? In die Nordamerika nieder, dann die Inwohner gelatzt. Super, toll. Also, ich hab schon 3 Stück in die Lava gestumpt. Ja, sag ich schon. Sau. Oh, nee, nee. Jetzt haben sie dich. Ich hab nur wieder Spitzhack gehauen, jetzt ist er wild. Ja. GG, kannst du einen neuen Server aufmachen. Das war's. Boah, ich hab kein Schwert dabei, das heißt, ich kann nicht mehr totschlagen. Für
der Nether empfehle ich übrigens gerne Bo. Hab leider noch kein Bo benutzt. Helft dabei, die Gasts von der, vom Leib zu halten. Das ist doch easy, du kannst einfach die Firebell zurückpunchen. Das dauert das auch, einfach. Ja. Hab ich noch nie geschafft. Bin immer geplatzt. Okay, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die nicht blöd sind. Ja, dann musst du halt mal 500.000 Nether verschwinden. Ja, was mache ich denn? Ohne Nether ist meine Existenz sinnlos. Keine Ahnung, geh an die Dinger und hol da Steher raus oder Kettler. Oh. Oder Bohr. Okay, ich baue mal Bohr. Kann man auch verzaufen, gell? Kann schon auch machen, ja. Bohr hat sogar ziemlich geile, wenn du Infinity kriegst, brauchst du nie wieder einen Pfeil. Okay. Ja doch, einer muss ich glaube ich im Inventar haben. Ja, aber der verbrauchst du halt nicht. Er wird nie leer. Das ist cool. Immer mal was mal kriegen. Bin Level 8, kann ich Enchant drauf machen. Unbreaking, Unbreaking, Unbreaking. Machst du Unbreaking drauf vielleicht? Nee, hey, nimm was anderes. Machen wir doch wieder Eisenschwert. Ja, jetzt werden ein paar Man-Bear-Picks abgestochen. Oh, er findet mich gar nicht mehr kacke. Vielleicht sind die sehr vergesslich. Ja, anscheinend. Ja, diese Bootscheiße da. Die doof. Leck, jetzt habe ich drei von denen in der Autobahn drin. Die fahren da wie ein Fressen. Muss ich gleich wohl eine Reinigungsaktion machen. Reinigung? Mhm. Was hast du jetzt bei Reinigung ist er so gerollt? Ach so. Wie, Mensch? Reinigung! Oder das gesagt hast. Okay. Ja. Also gerollt. Ja. Ist halt einfach nur, wenn die Typen da auf der Autobahn stehen, kurz gesäubert werde. Okay. Wir Bube. Gehen doch einfach aus meiner Autobahn raus.
sind so entspannt, die Typen. Ich stehe drumherum und baue wie ein Wilder. Die gucken sich einfach ein bisschen um. Chillen wir ein bisschen. Das Geile ist halt, du baust mir quasi einfach den Boden ab. Wenn einer in den Garten, wenn einer im Lasch, der bei dir jetzt in den Garten kommt und macht einfach, baut mir einfach da, nehmen wir jetzt Mutter oder Mutterboden mit. Oh ja. Dann darfst du aber mit der Knarre einfach zwischendrin rum und guckst, dass nichts passiert. Es ist halt wirklich, wenn jemand zu dir in die Garde kommt und eine Autobahn hier baut. Genauso ist es halt. Er baut einfach eine Autobahn hier. Oh, hopp, stehen sie einfach da oben. Ja, es ist sau viel von denen. Wie ist noch? Ja, die wohnen dort. Hallo. Wie gehen die? Servus. Oh, hab mich so nur duschen gehen, Alter. Kotz ins Bad. Ich hab einfach plötzlich mächtig Kopf weggeht und schwitzt. Ein Bock. Machen wir mal kurz die Pause, geh was essen, dann wird weitergebaut. Ich nur Eis, also. Enz! Das nimmt ja gerne ab. Jetzt erst. Aha. Ich hab mir einen Diamant geklaut und hab mir ein nice Bruststell gebaut. Kein Geld? Was, und jetzt? Ja, hast du kein Geld? Ja.
Und? Und?